Es ist exakt 38 Tage und 23 Stunden her, dass ich euch das letzte Mal ein herzlich willkommen geheißen habe. Und ja, dann gehen wir mal wieder an den Start. Ich habe im Januar natürlich ziemlich viel verpasst, aber die Februar-Saison, also die Februar-Season, habe ich in beiden Clans mitgenommen, also im Clan Herausforderer, in dem ich mich jetzt hier befinde, und im Clan Free-to-Play, da seht ihr dann am Donnerstag was von. Dort habe ich die Leute auch gebeten, kurz mal innezuhalten mit den Starten der nächsten Clankriege, denn auch dort will ich mal so ein bisschen was festhalten. Die Leute, die im Discord sind, wissen schon, was auf sie zukommt, aber diese Woche hier war, also die Februarsaison, war sowieso eine etwas kürzere Saison. Ich habe den Client heute auch mal auf Deutsch gestellt, denn das Ganze war auch angekündigt. Und zwar unter Neues, die Februar-Clankriegsliga ist etwas kürzer gewesen aufgrund des kürzeren Monats, und auch die Belohnungen wurden oder sind etwas besser. Das heißt, es gab zwei zusätzliche Bonus-Liga-Medaillen-Slots und es gibt, also das heißt natürlich zusätzlich mehr Kriegsbeute, keine Frage. Und es ist einfacher, ist befördert zu werden, und schwieriger ist abzusteigen. Also haben hier 6 Clans gebettelt in dieser Woche. Und ja, hier ging es wirklich von, ja, ich will fast sagen von 0 auf 100 los in der Clankriegsliga. Wenn ich hier unten jetzt auf das Zeichen klicke, es ist ja noch das Clankriegsliga-Zeichen, dann seht ihr natürlich sofort das Ergebnis. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also für mich jetzt zumindest nicht, für euch vielleicht. Aber wir gehen einfach mal rein. Der kleine Herausforderer hier hatte, ja, so Mindestmaß, sage ich mal, unten 12er oder 1, 2 12er mit 13ern und 14ern. Und wir sind im Moment ein bisschen, ja, wir sind eine etwas kleinere Truppe geworden, denn wir haben natürlich Memberschwund gehabt, 19 Mitglieder nur noch, und lag natürlich daran, dass irgendwo meine Wenigkeit sich gar nicht mehr um diesen Clan gekümmert hat oder sehr, sehr wenig. Und das Ganze wollte ich aber zumindest mit dem Beginn der Februarsaison irgendwie so auch so ein bisschen abstellen. Also wir gehen mal rein und ihr seht's, wir sind aufgestiegen. Wir sind aufgestiegen in die Meisterliga 3. Eigentlich gehören wir da auch hin. Das ist so ein bisschen so unsere Range. Meisterliga 2, Meisterliga 3, das reicht eigentlich auch. Und aber der Start war sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Denn wir sind in die Saison gestartet, das war jetzt schon der letzte Clankrieg, in die Saison gestartet mit weniger Angriffen. Das heißt also, hier sind wir eigentlich auf 0 gewesen, denn 9 von 15 und trotzdem gewonnen. 9 von 15 und trotzdem gewonnen. Der Gegner hat auch 9 Angriffe gemacht. Das spricht schon so ein bisschen aus der Qualität der Liga, denn wir konnten sehr häufig, ja, sehr, sehr häufig dippen, brauchten so gut wie gar nicht Hit-Uppen. Unten war es schon ein bisschen enger teilweise. Aber wir gehen einfach mal rein. Ich pinne mir pro Range einen Angriff raus. Und ihr seht ja schon, also das ist zwar ein Rathaus 14, aber längst nicht so hart ausgebaut wie ein Rathaus 14. Und Sanchez hier vertreten mit 2 Accounts auch. Also auch dafür danke, dass ihr euch mal wieder aufgeopfert habt hier, dass wir die Liga, ich sag mal, eigentlich gut spielen. Selbst wenn wir jetzt nur Zweiter geworden wären oder Dritter, dann hätte es halt geheißen, ja, Liga halten. Hätte also mir auch gereicht. Ich bin ja jetzt nicht so jemand, der unbedingt immer alles gewinnen muss. Und mir reicht dann so ein bisschen die, ja, die goldene Mitte so. Mir reicht gut gespielt und doch nicht gewonnen, aber auch nicht alles verloren, also Abstieg. Und ich glaube, noch niedriger wollten wir auch nicht, als dass wir hier jetzt sind in Kristall 1. Und mit einem Queen, nee, mit einem Warden Walk geht es hier los. Und er entscheidet sich ja, ich muss mich so ein bisschen wieder, natürlich so ein bisschen wieder einfinden hier in die Taktiken mit den Super Bowlern. Muss mich auch die Tage mal wieder ein bisschen einlesen, was es eigentlich für Änderungen gab hier. Ich habe eine Truppe noch gar nicht gespielt. Das sind die Super Drachen. Das muss ich auch alles noch ein bisschen nachholen. Aber alles eins nach dem anderen. Erstmal neues Video von mir. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das heute für euch festhalte und auch die Liga für euch festhalte, die Februarliga. Ich denke mal, man hat auch gemerkt an der Aktivität, zumindest was so das Spenden angeht, die Angriffe angeht, dass ich zumindest das mit mir zu rechnen war, das Fest mit mir zu rechnen war und ich auch nichts verpasse.
Und ich habe auch sehr, sehr zeitnah immer meine Angriffe gemacht. Also da wollte ich dieses Mal echt nichts anbrennen lassen. War so ein bisschen überrascht bei Free-to-Play. Aber wie gesagt, dazu am Meer dann am Donnerstag. Das Ganze drehe ich natürlich heute für euch ab, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Und deswegen versteifen wir uns hier so ein bisschen erstmal auf den klaren Herausforderer, wo wir eigentlich, na, man kann ja nicht mehr sagen, Only Rathaus 14 spielen, aber 12, 13, 14 ist hier im Moment noch sehr, sehr dominant. Der Kuli, da hat auch einige meiner Accounts hier gekickt im vorletzten Clan-Krieg, zu Recht. Denn ich war mit dem 11er dabei, ich war glaube ich mit dem 8er dabei oder mit dem 9er und habe 0 gemacht. Also ganz klar zu Recht die Leute gekickt. Einen habe ich mittlerweile wieder drin, weil der ein bisschen gespendet hat hier in der Liga-Woche, nämlich so ein paar Kobolde. Aber nichtsdestotrotz, das war der erste Tag. Zweiter Tag, ja, das ist auch sehr, sehr nervig. Zweiter Tag ging dann schon ein bisschen besser los, also zumindest was die Angriffe anging. 13 von 15, schon mal nicht schlecht. Ja, die Leute haben ein bisschen Blut geleckt. Wir haben auch ein bisschen im Discord geschrieben, Leute, macht eure Angriffe. Ich glaube, ich habe, glaube ich, auch geschrieben, eine Ingame-Nachricht, Mädels, es ist Liga. Und gehen wir mal rein. Jetzt muss ich selber mal eben gucken. Ich zeig mal einen Angriff von Avatar. Wenn ihr euch selber wiedersehen wollt, dann müssen wir das an einer anderen Stelle machen. Aber ich kann auch immer nur einen, ja, wie sagt man immer, man kann immer nur einen Tod sterben. Und alles kann ich eh nicht zeigen. Wie gesagt, das würde immer den zeitlichen Rahmen so ein bisschen brechen. Aber hier habe ich mich entschieden. Ja, eigentlich habe ich mich gar nicht so wirklich entschieden. Denn ich habe hier wirklich nur zwei Angriffstaktiken, mit denen ich eigentlich immer ganz gute zwei Sterne hole, gewählt, um in die Bases zu kommen, beziehungsweise bis zu den bis zum Rathaus zu kommen. Ich meine, klar, eine Safe Blimp kann man natürlich fast immer benutzen, aber man kann natürlich auch wechseln. Ich hatte hier auch Super Bowler am Start und das habe ich gar nicht mal großartig wegkombiniert. Ich glaube, meine zweite Angriffsstrategie in dieser Woche mit dem Rathaus 13 war Queen Charge, Miner und Hawks. Mir ist echt die Angriffsstrategie gerade ein bisschen verloren gegangen, wie das hieß. Hybrid. Ja, war mit Hybrid, Junge, war mit Hybrid und also hier mit Safe Blimp gearbeitet. So safe war die gar nicht, weil sie immer wieder weggepustet wurde, so ein bisschen. Aber ist noch nicht angehittet worden, den Inferno einmal angefrostet hier und dann fällt auch das Rathaus. Aber die vor allen Dingen die Super Bowler lassen hier überhaupt nichts anbrennen und in der Clanburg Yetis und eine Valkyre. Jetzt da unten für Trouble sorgen, so stark sah das jetzt gar nicht aus, muss ich sagen, aber die Super Bowler mit ihrem Punch beziehungsweise mit ihren Durchdodgen auf, nicht dodgen, sondern mit ihrem Durchbrechen über drei Felder auf drei Ziele, ging das denn doch. Ich habe oben noch den Royal Champion gehabt, der jetzt auch ein bisschen mit abräumt und so sind das hier drei Sterne im, ja, im Dip-Verfahren gewesen gegen ein Max Rathaus 12, aber wie gesagt, so war die Woche hier leider. Ich kann euch kaum 14 auf 14 so im High-End-Bereich zeigen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so mein Kanal. Ich denke, wir bleiben immer noch in der so ein bisschen casual irgendwo hängen und steigen erst später, sage ich mal, in den E-Sports-Bereich rein. Denn es ist schon angekündigt, die E-Sports-Liga. Ende Januar wurde ja angekündigt, wie das Ganze vonstatten geht. Gehe ich auch nochmal drauf ein. Finde ich nämlich sehr, sehr gelungen. Und deswegen bleiben wir erstmal hier. Am dritten Tag, 12 von 15, hat es wieder ein bisschen nachgelassen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, ich mache hier niemanden Vorwurf, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, ich bin's leid, aber man guckt dann immer drauf und denkt, ah, wieder nicht alle angegriffen, aber gewonnen. Ja, aber trotzdem gewonnen, auch hier. Vor allen Dingen war das zu dem Zeitpunkt Family of Titans, zu dem Zeitpunkt der erste, der hätte man noch etwas höher schlagen müssen, weil uns natürlich viele Sterne zu Anfang gefehlt haben. Und das war eigentlich ein bisschen dusselig, dass wir dort Sterne gelassen haben und sind dem ersten jetzt immer ein bisschen hinterhergerannt. Oh, hier wird schon ein bisschen besser, hier der Skull. Das ist schon eine Rathaus 14 Base, glaube ich, die sich sehen lassen kann. 5er Rathaus und auch starke Scattershots, an denen kann man das ja immer so ein bisschen ausmalen. Die anderen Sachen, muss ich sagen, Kanonen, Bogenschützentürme, da kann ich
Da muss ich mein geschultes Auge mal wieder schulen, welchen Level wir da tatsächlich dann haben und wo die Unterschiede eigentlich sind, was das Leveln angeht. Er entscheidet sich hier für Hexen. Das heißt also, Messhexen schön mit den Golems davor. Ist auch sicherlich eine coole Strategie. Gerade die Golems sind unheimlich stark. Ich habe sie auch genutzt mit dem Thorsten, mit Bogenschützinnen und den Golems. Also auch eine etwas, ja, wie soll man sagen, etwas ältere Taktik, die da an den Tag gelegt wurde. Und wenn ihr jetzt die gleiche Mucke hört, dann ist dem geschuldet, dass mein Spotify mal wieder umgesprungen ist auf irgendein anderes Medium hier. Da muss ich gleich mal Bescheid sagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen kann es sein, dass ihr jetzt das zweite Mal die gleiche Musik hört. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe sowieso mehrere Urheberrechtsverletzungen noch auszumerzen aus ganz alten Videos. YouTube scannt ja immer wieder die Videos vor allen Dingen, und wenn dann ein Künstler dabei ist, der jetzt doch seine Musik kommerziell anbietet und sie nicht mehr free ist, dann muss ich die natürlich rausschneiden. Vermutlich muss ich das auch hier machen. Da muss ich mal gucken, wann das Ganze anfing, denn das, was da jetzt eben gehört wurde, das ist sicherlich nicht frei. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber ich wollte eigentlich den Cut nicht machen. Aber ich glaube, ich muss den Cut doch machen, bevor das nochmal vorkommt. Also nach dem Angriff hier cutte ich das kurz. Das werdet ihr natürlich nicht merken, weil ich euch das so geschickt zusammenschneide, dass ihr gar nicht merkt, dass ich jetzt mal kurz meckern gehe. Und hier ist nochmal das Ergebnis. Wir machen sofort weiter. So, wir sind im Tag 3 ja stehen geblieben und konnten erstmal geklärt. Tag 4 wurde dann etwas besser. Das seht ihr auch oben. 15 von 15, da haben irgendwie alle dann plötzlich wahrscheinlich Lunte gerochen. Es geht doch noch ein bisschen was nach oben. Also, wenn wir alles in die Waagschale legen und die Gegner hier zerfetzen mit 41 Sternen, ist natürlich nicht schlecht, gar keine Frage. Nur, ja. Hier sieht man es wieder, obwohl das eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Rathaus 14 Base ist, aber ja, 5er Rathaus hat er schon. Und ist es doch so gewesen, dass ich glaube, zum Beispiel hier, da müssen wir jetzt mal drauf achten, hatten die Clans dann auch keine Clanburg, da kannst du dann ganz anders planen. Auch in den hohen Bereichen musst du nicht unbedingt ein Gift dabei haben, je nachdem, wenn du natürlich mit Hogs unterwegs bist oder mit Loons gegen die kleinen nervigen Skelette, kann man das schon mal nehmen, oder auch gegen einen Helden. Aber der Mortus hier mit Hybrid, so heißt die Angriffsstrategie, die fiel mir eben wirklich nicht mehr ein, ist das natürlich was anderes und räumt ja eine Seite mit der Queen ganz, ganz gemütlich frei und wird jetzt wahrscheinlich dann von oben hier durchreiten, beziehungsweise mal sehen, wo er das macht. Die Queen kommt auch nicht ans Rathaus dran, glaube ich. Ist jetzt hier im Inferno. Ist in zwei Infernos. Einer davon ist ein Single. Mal sehen, wie er reagiert. Und er blitzt den einmal. Okay. Blitzt den nochmal, dass er nochmal umsetzen muss. Auch nicht schlecht. Lange nicht gesehen, sowas. Jetzt muss er die Queen aber doch zünden. Die geht hier noch durch eine Mauer durch, schafft den Scattershot noch und dann geht hier die Hybridmeute los. Ah, schön gemacht. Habe ich wirklich lange nicht gesehen, dass jemand kurz den Inferno einmal anblitzt, um den einmal zurückzusetzen, sodass er neu aufladen muss. Ich wollte gerade sagen, wieder was gelernt. Nein, eigentlich nichts gelernt, aber ich mache sowas nie, habe ich noch nie gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe übrigens, dass wir auch in der nächsten Liga wieder in Meister 3 mitspielen können. Mal sehen, wie wir die Werbetrommel irgendwie ins Rollen kriegen, dass wir hier so 1, 2, 3, 14er noch mit reinbekommen. Oder vielleicht Twink von Twink, wenn jemand einen 14er über hat, den er nicht irgendwo in einer Liga unterbekommt oder auch für sich selber der Meinung ist, Mensch, Meister 3 reicht mir erstmal, vielleicht auch Meister 2. Mal sehen, ob man dann um den Aufstieg spielt. Aber ich denke mal, wir werden hier erstmal so weitermachen, wie wir jetzt sind. Und ich werde den mal. Ich habe übrigens
ganz nebenher. Ich habe alle Accounts von mir einmal eingeloggt, also die Führung geht mir auf jeden Fall nicht verloren, das soll jetzt nichts heißen. Also mir wäre es jetzt egal, wenn jemand anders hier in den Clans Leader wäre und ich nicht mehr, muss ich sagen, dafür kenne ich die Leute alle schon viel zu lange, dass ich denen nicht vertrauen würde, das nicht gut zu machen. Aber ich habe alle einmal eingeloggt, habe alle und musste dann auch tatsächlich dort die, musste das Tutorial neu spielen. Ich musste mein eigenes Dorf angreifen, tatsächlich. Ich konnte das nur nicht für euch festhalten. Ich wollte das eigentlich mit einem Account festhalten. Vielleicht bekomme ich es nochmal hin. So, letzter Spieltag, auch 15 von 15, 36-19 nochmal gegen den vermeintlich letzten, glaube ich. Und auch starke Sache. Wir haben meistens immer so den Gegenüber gemacht. Und das passt so immer von der Range. Wenn es dann was anderes ist, dann ist es ein bisschen Absprache. Aber auch hier der Max, noch nicht ganz Max mit seinen Pets, aber schon ganz schön hoch. Ich bin mittlerweile ja durch mit den Pets und auch mit den Helden. Also mir fehlen ja jetzt nur noch 280 Mauern. Mache ich mir eigentlich Gedanken, dass ich nichts mehr zu tun hätte hier in Clash of Clans? Nein, ich mache mir natürlich keine Gedanken. Ich habe natürlich einiges zu tun hier in Clash of Clans und das werde ich auch machen. Das werde ich auch wieder ein bisschen festhalten für euch. Also vermutlich müsst ihr das ein oder andere YouTube-Video dann doch wieder von mir ertragen, ob ihr es wollt oder nicht. Ich werde es dann wieder hochladen. Also für Donnerstag kommt in jedem Fall die Folge aus dem Clan Free-to-Play und die Liga. Und dann sehen wir mal weiter, was wir so machen. Ich habe im Moment ein bisschen Loadzeit, das heißt nicht Loadzeit, aber ich werde euch das mal in einer ruhigen Minute, glaube ich, erklären. Das ist ein bisschen einfacher, als das jetzt hier neben der Liga zu erklären. So, was hat der Max hier eigentlich gemacht? Der Max hat sich genommen, Superdrachen, da habe ich eben noch von gesprochen. Superdrachen habe ich nämlich noch nicht genommen, wie stark oder wie nicht stark sie sind. Ich kann das im Moment noch sehr, sehr schlecht abschätzen, weil, wie gesagt, ich habe sie selber noch gar nicht gespielt. Wird also mal Zeit, dass ich selber mich an die Drachen so ein bisschen ranwage. Und Safe Blimp hier für die Mitte. Die sind jetzt schon auf, die sind 9 auf Max Level. Also wir haben dann den Drachen Level. Und können, glaube ich, nicht unterbrochen werden. Ne? Das ist, glaube ich, das Geheimnis von den großen Drachen, dass die pusten und nicht unterbrochen werden, wenn denn etwas auf sie schießt oder wenn sie abgelenkt werden. Die pusteln einfach weiter und haben natürlich auch ein bisschen mehr Trefferpunkte. Natürlich hat man nicht so viele Drachen, denn die haben da doch noch schon eine hohe Truppenkapazität. Ich glaube 40, ne? Ein Drache, meine ich. Und dann kann man natürlich nicht so viel bauen, aber das ist schon sehr, sehr dominant hier, muss ich sagen. Auch wenn es hier ein Dip war, was willst du machen? Also, schöne Woche hier gespielt, von 0 auf, ja, muss man eigentlich sagen, 100, da steht auch die 100%. Und schön gemacht, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden hier, was natürlich die Saison angeht, gar keine Frage. Wir sind aufgestiegen, ihr seht das, 207 zu 203 Sternen. Also, wir sind den Sternen so ein bisschen hinterhergelaufen, weil wir natürlich in der ersten Runde ein wenig verloren haben, dadurch, dass wir nur 9 Angriffe gemacht haben, 24 zu 12. Da wären natürlich noch ein paar Angriffe, sagen wir mal, wenn man so theoretisch spinnt, 6x2 Sterne noch mehr drin gewesen, also nochmal 12 Sterne drauf, dann hätte das Ganze auch von Anfang an etwas anders ausgesehen. So haben wir, sind wir in den Family of Titans, glaube ich. Naja, dann sind wir ein bisschen hinterhergelaufen. Als wir sie natürlich selber geschlagen haben, hatten wir plus 10 und sie haben halt keine 10 Bonussterne dazu bekommen. Und ja, am Ende haben wir sie dann, ich will nicht sagen überrannt, aber man konnte dann doch schon sehen, dass sie es trotz Bonus, die haben ja die letzte Runde, glaube ich, auch gewonnen. Ja, haben sie auch hoch gewonnen, sogar 39. Dann hätten sie noch 3 mehr machen müssen, wären wir aber prozentual, ja, wären wir schlechter gewesen, gar keine Frage. Mit so vielen Angriffen, die natürlich fehlen, hast du dann am Ende die ganzen Prozente auch nicht mehr. Also, war schon eine knappe Sache, aber ich freue mich natürlich, dass wir hier aufgestiegen sind. Und gucken wir mal, was die nächste Saison so hergibt. Ab März sind ja dann die, na, ich nenne sie erstmal so ganz vorsichtig, Qualifier, geht also dann im März los mit der E-Sports-Liga. Wie das Ganze vonstatten geht, da können wir mal
in einer ruhigen Minute darüber sprechen, aber ich bin erstmal ganz froh, dass ich heute so ein bisschen Videomaterial für euch zusammenstelle. Ich hoffe, das Ganze hat euch auch ganz gut geschmeckt. Das heißt also, ihr freut euch, dass ihr mal wieder ein Video von mir zumindest seht. Mich selber seht ihr nicht. Ich werde die Webcam irgendwie wieder reinbringen hier. Und ich hatte ja versehentlich mal, ich glaube vor 2 Wochen war es, da wollte ich eine Aufnahme, glaube ich, starten oder vor 3 oder vor 4 Wochen und habe versehentlich den Stream angeschmissen. Ja, soll mir nicht wieder passieren. Aber ich schneide das Ganze jetzt erstmal zusammen. Ich hoffe, das kann ich auch noch. Und dann seht ihr die nächste Folge von mir am Donnerstag. Und bis dahin würde ich einfach mal so verbleiben. Wenn euch das ganze Ding hier gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren. Ich wollte gerade sagen, abonnieren nicht vergessen. Ja, mal sehen. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Flasht.